Freunde, willkommen zurück bei WePlayers One mit einer weiteren Ausgabe Automobilista. Ich habe es ja im letzten Video schon erwähnt, dass wir so ein bisschen die Wartezeit fürs neue F1 23 überbrücken. Da kann man schon mal auf dumme Gedanken kommen. Und ihr seht es im Hintergrund schon, wir sind mit Karts unterwegs. Und zwar in Monaco. Monaco Grand Prix. Ich bin eben schon ein paar Runden gefahren. Es ist unfassbar. Es ist so viel los. Es passiert so viel. Es ist so unterhaltsam und teilweise so Harakiri. Wir gehen einfach mal rein. Ich bin mir sicher, das wird ein ziemliches Uncut-Video, weil einfach in jeder Kurve irgendetwas Kurioses passiert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Voll rein hier auf Stadtziel mit den 125er Shiftern. Und aufgepasst, Kurve 1. Da stehen schon die ersten quer. Wir gehen voll rein. Und es ist einfach nur Selbstmordkommando. Es ist ganze Strecke gelb. Es ist einfach nur Selbstmordkommando hier. Nächster Neustart. Kurz ein bisschen verpeilt gewesen, weil wir hier keine Kupplung haben zum Anfahren. Aber wir gehen wieder zu auf Turn 1. Und die dreht sich schon wieder weg. Das dreht sich schon wieder. Es ist wieder Full Curse Yellow. Ich mach das mal kurz raus und bin gleich wieder zurück. Freunde, da bin ich wieder zum nächsten Rennstart. Full Curse Yellow ist jetzt deaktiviert. Denn es ist nicht nur in Kurve 1 kurios. So viel kann ich vorwegnehmen. Es ist so genial. Es ist so genial. Voll reinriften hier, bisschen Temperatur in die Reifen bekommen. Oh. Okay, Neustart. Ring, ring, ring. Okay, okay. Das halbe Feld steht wieder hinten in Turn 1. Zack, raus aus dem Windschatten. Wow, 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 wow. Wir haben Doppelgelb. Ja, man sieht, ich bin hier total ungeübt. Oh, hier stehen alle! Hier stehen alle! Das ist in der Schikane. Stehen alle. Es ist Wahnsinn. Whoop.
Kurve 1, Vorsicht. Ah ja, jetzt geht's. Doppelgelb. Oh, leck. Was ist hier los? Hier steht einer verkehrt herum. Uiuiui. Und hier stehen wieder alle. Es ist so geil. Du kommst um die Kurve und plötzlich steht das komplette Fahrerfeld irgendwo mitten auf der Strecke. Wir machen noch mal einen kurzen Neustart. Zack, raus da! Vorsicht, Kurve 1. Einer ging quer. Wir sind kurz abgehoben. Aber alles sauber bis jetzt. Jetzt wird's interessant. Oh. Okay, sorry. Sorry, dass ich mitfahre. Und hier steht wieder das komplette Feld. In der Schikane. Das ist echt lebensgefährlich. Letzter Neustart, Freunde. Video soll ja auch nicht allzu lang werden. Leider haben wir die ein oder andere richtig, richtig kuriose Szene noch nicht recorded. Natürlich passiert jetzt nicht mehr allzu viel. Schauen wir noch mal eine Runde. Absolvieren wir noch hier. Oh, hier steht das komplette Feld gefüllt. Wir rutschen bis auf B7 durch. Es ist mega. Okay, noch einen Neustart, Freunde. Einmal noch mal voll durchpushen. Geht's wieder gut. Ja, der sogenannte Vorzeigeeffekt. Hey, Schubser von hinten. Okay. Sorry, dass ich lebe. Schauen wir noch einmal kurz vorne, was in der Schikane passiert. Servus.
Hier stehen sie wieder. Aber leider, wie gesagt, nicht mehr so ganz kuriose Szenen wie vorhin, als das Recording noch nicht lief. Das war's dann an dieser Stelle von mir, Freunde, mit einem mal etwas anderen Video. Soll auch nicht allzu lang werden. Wir sehen uns das nächste Mal dann auf alle Fälle schon mit dem neuen F1 23. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ah, da stehen sie schon wieder. Na, schau her. Bis dahin, bleibt sportlich. Euer WePlayers. Was machen die da? Euer WePlayers. Ciao.